Hallo, hier ist wieder euer Systra, Europa Universalis 4. Ihr seht, ich bin wieder im Osman, heißt der vierte Teil des Geldschnitts an. Und zwar geht es heute um das Thema Handel. Ein Thema, mit dem wirklich viele Spieler Probleme haben. Es ist von Grund auf ein einfaches Thema, aber es ist inhaltlich doch sehr komplex. Und zwar, wir schauen uns das mal an. Ich habe das ja schon mal gezeigt in der Übersicht. Es gibt hier, wenn ihr hier drauf geht, einen Handelstab. Da habt ihr das ganze Ding in der Übersicht. Hier oben seht ihr, wie viel ihr momentan erzielt. Und ihr seht hier unten auch wo. Dann habt ihr hier, also viel drunter, das seht ihr, ganzen möglichen Embargos von uns, gegen uns und so weiter. Ne? Und hier seht ihr, wie stark die Embargos sind. Ja, macht sich immer Sinn, also Embargo ist am besten immer gegen gewarnt verhängt. Die haben dann Malus auf quasi auf den Handel in euren Umschlagplätzen. So, und dann habt ihr hier so eine ganze Übersicht über die ganzen möglichen Modifikatoren, die den Handel beeinflussen. Das ist zum einen, und das ist auch ein ganz wichtiger Modifikator, ist die Handelseffizienz. Das heißt, wie effizient ist euer Handel? Wie viel kriegt ihr aus dem, was ihr da rausholt? Wie kriegt er raus? Heißt, momentan haben wir eine Handelseffizienz von 15. Das heißt, auf das, was wir erwirtschaften, kriegen wir 15% draufgerechnet. Das ist die 369. Sind eigentlich nicht 369, sondern da kriegen wir 15% noch draufgerechnet. Erkläre ich aber gleich noch genauer. Dann, ganz wichtig, die Handelsreichweite. Seht ihr auch, verbessert ihr unter anderem mit besserer Technologie. Handelssteuerung. Die ist wichtig, um den Handel, also die gibt einem, wie gut ist der Handel, wie gut wird euer Handel gesteuert. Dann habt ihr einen Handelseinflussbonus global. Der gibt einem, wie viel Bonus ihr auf den Handelsabfluss habt. Was das genau ist, erkläre ich alles gleich. Merkantilismus ist ein Wert, der steigert sich, der steigert auch, ihr seht, eure Effizienz der Embargos und auch den Provinzhandelseinfluss und weil der das steigert, das auch nochmal. Effizienzfreibeuter, Freibeuter sind so ein anderer Aspekt, den zeige ich dann vielleicht ja unter der Flotte. Dann habt ihr hier einen Inlandsbonus, das sehe ich jetzt auch erstmal zum ersten Mal. Okay, das ist dieser Karawanenbonus. Wie der jetzt genau funktioniert, muss ich euch sagen, weiß ich auch jetzt nie. Der ist mir hier, wie jetzt aufgebaut ist, auch ein bisschen neu. Das sah vorher anders aus. Ja, die bringen aber, ich glaube, das ist einfach in Englisch nochmal ein zusätzlicher Bonus auf den Handels. Auf den Handelsmacht, auf den Handelseinfluss. Und dann habt ihr noch hier so einen Bonus für produzierte Güter. Ne? Dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, euren Merkantilismus zu steuern. Für 102. Weil wir jetzt Korruption haben, kostet das 102 Diplo-Power, um den hochzubringen, um den zu steigern. Da seht ihr hier unten so eine Liste eurer der Umschlagplätze. Also der Handel spielt sich über bestimmte Handelsplätze ab. Das zeige ich gleich nochmal in der Kartenansicht. Da passiert dann, über diese passiert dann alles. Oh. So, unser Haupthandelspunkt ist der Bosporus. Da seht ihr hier, wer da auch der stärkste Macht ist, dementsprechend. Hier seht ihr den Namen vom Handelsknotenpunkt und hier seht ihr, wer da der stärkste ist, den meisten Einfluss hat. Das sind Bosporus wir. So, dann seht ihr hier, wo ihr Händler platziert habt, in welchen. Könnt ihr hier sehen, wenn ein Häuschen ist, ist da ein Händler. Und wenn ihr drauf geht, seht ihr auch, was der da macht. Ne? Dann haben wir hier sortieren nach Händlermission. Und zwar, genau, beim Plus sammelt ihr, der Pfeil zeigt dann, hier wird weitergeleitet. Sortieren nach Einkommen, hier seht ihr das Einkommen, was ihr vorhin da erzielt. Ne? Nach der gesamten Handelsmacht, also wie viel der Gesamt ist und wie viel ihr habt. Ne? Ist da, seht ihr hier, also das ist eine komplette Übersicht und hier seht ihr den Wert des Handelsplatzes, also wie viel Handel da tatsächlich, welchen Umfang der Handel stattfindet. Genau, und hier könnt ihr dann die Mission für eure Händler auswählen. Wenn ich hier drauf klicke, sehe ich hier meine Händler und was ich da machen kann und dann kann ich den da hinschicken. So, abbrechen. Dann schaue ich gerade so mal ein bisschen blöd, wenn man das hier, glaube ich, nicht so richtig sieht.
Ihr seht hier schöpfen wir Handel ab, ohne dass sie einen Händler haben. Das geht deshalb, weil der Bosporus unser Heimat, Handelshafen ist quasi. Das ist also standardmäßig immer die Geschichte, wo eure Hauptstadt drin liegt. Das ist bei uns mit Edirne. Und da seht ihr, das gehört zum Umschlagplatz Bosporus. Ihr könnt den Haupthandelshafen, genau so heißt das, den könnt ihr verlegen. Habe ich bisher auch selten gemacht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier hingehen, das wäre jetzt ein Ragusa. Dann könnte ich ihr das Ding verlegen. Dann würde ich in Ragusa automatisch den Handel abschöpfen, ohne dass ich dann Händler stehen haben muss. So, jetzt gehe ich aber erstmal hier in die Handelsübersicht. Dann wechsle ich in den Kartenmodus, der zeigt uns den Handel. Da seht ihr hier, ich zoome mal ein bisschen raus. Ihr seht hier solche Anzeigen. Na, da seht ihr 137%, 6,7 und so weiter. Das ist die Anzeige für den entsprechenden Handelsknotenpunkt. Und dann seht ihr zwischen den Knotenpunkten, ihr seht, hier gibt es ganz, ganz viele mit verschiedenen Werten und so weiter. Und dann seht ihr, hier gibt es Pfeile dazwischen. Und es gibt bestimmte Knotenpunkte, da gehen nur Pfeile rein. Das sind Endknotenpunkte, da gehen dann auch keine Pfeile raus. Wie seht ihr jetzt beim Bosporus, es kommen hier Pfeile rein und es geht ein Pfeil raus. Die eingehenden Pfeile heißt, von da aus kommt Handel in den Knotenpunkt rein. Also wenn ich von hier komme, von Aleppo, jetzt muss ich gucken, das ist manchmal schlecht zu sehen hier. Nur 36 Handel geht dann hier rein, wird hier in den nach Bosporus übertragen. Und die übertragen 1,50 momentan nach Venedig. Das sieht da, oder nach Ragusa. Und das sieht Venedig hier uns ein bisschen ab, weil die da Einfluss haben und die können das übertragen lassen. So, bei den Zahlen hier, die 6,7, das ist der Handelswert. 107 ist unser aktueller Handelseinfluss. So 37% haben wir vom aktuellen. Da sieht man hier noch, wie viele Schiffe hier, leichte Schiffe, die den, also hier sind die den Handel schützen, das erkläre ich dann auch nochmal. Und ihr seht hier oben in diesem kleinen Kästchen, dass das euer Haupthandelshafen ist. So, ich gehe jetzt mal drauf. Wenn ich jetzt draufklicke, dann sehen wir hier eine Übersicht von dem Ganzen. Na, da seht ihr hier, wie viel reinkommt. Da seht ihr von der Krim, Aleppo, Alexandria kommt so und so viel rein. Das steigert den Handelswert des Hafens. Das heißt, je mehr reinkommt, desto mehr Handel könnt ihr auch abschöpfen. Dann seht ihr hier natürlich einen Eingang lokal. Was das heißt, erkläre ich gleich. Das ist auch die lokalen Provinzen, die zu dem Handelsknotenpunkt gehören, die bringen Einnahmen. Na, da geht, wie ihr seht, hier nach Ragusa auch was raus. Bleibt im Endeffekt 6,75 Handel hier stehen. So. Diese Übersicht, die ist nicht so schön. Wir verdienen hier momentan 3,44. Ich gehe jetzt mal drauf. Also ihr seht, wer hier wie viel verdient. Also von diesen 6,75 verdienen wir diese 37%. Das ist unser Anteil. Das sind also 2,99. Da wir aber eine Handelseffizienz von 15%, von 115% haben, können unsere Händler natürlich einfach aus dem, was sie da rausholen, nochmal 15% Gewinn rausschlagen. Also kriegen wir nicht 2,99, sondern 3,44. Ne, deswegen Handelseffizienz auch wichtiger Wert. So, dann seht ihr hier schön die ganze Übersicht, wer hat hier einen Händler zugegen, ne, und so weiter und so weiter. Na, seht ihr, welche Länder drin sind. Ne, ihr seht auch hier, wer hier, wenn ihr da drüber geht, wer hat hier wie viel Handelseinfluss. Ne, da seht ihr hier die Einnahmen. Ne, wir haben plus 15%. Wie viel Handelseinfluss durch leichte Schiffe, das erkläre ich gleich nochmal. Von den Provinzen, wie viel hier reingeht. Ne, wie viel maximaler Handelseinfluss, also das Ding hat noch einen Modifikator, das heißt, wir haben momentan 5,9% Modifikator auf den Handelseinfluss, den wir hier eigentlich generieren und kriegen 107 raus. Ne. Das ist zum Beispiel, habt ihr Malus, wenn eure Hauptstadt hier nicht drin liegt, Moment, vielleicht gehen wir mal auf Ragusa, da sieht man das. Jetzt muss ich uns mal raussuchen, wo sind wir denn hier? Ja, ihr seht, ich muss hier mal kurz durchscrollen. Hier sind so viel. Ah, Osmanisches Reich. Ne, ihr seht, minus 47%. Weil Handelseinnahmen von außerhalb der Hauptstadt. Da habt ihr einen Malus drauf. So, und jetzt zeige ich euch das. Ihr seht das verschieden eingefärbt. Ihr seht hier Bosporus.
Die ganzen Provinzen, die hier so eingefärbt sind, die gehören alle zum Handelsplatz Bosporus. Die gehören zum Handelsplatz Krim, Kiew und so weiter. Heißt natürlich, je mehr von den Provinzen ihr kontrolliert, die zu Bosporus gehören, desto mehr Handelseinfluss habt ihr natürlich auch hier von den Provinzen. Na klar. Desto mehr könnt ihr da also natürlich den Handel beeinflussen. So, jetzt gibt es dazu noch was Wichtiges. Und zwar gibt es bestimmte Provinzen, die haben mehr Handelseinfluss als andere. Das sind nämlich diese hier, wichtige Handelszentren. Na? Der hat plus, das seht ihr hier, wichtiges Handelszentrum ist zum Beispiel sowas wie das hier. Das hat Provinzhandelseinflüsse K plus 10, hat also ziemlich viel Einfluss. Ihr seht das hier, wenn ich auf die Provinz gehe, das hat 30,4 Handelseinfluss. Ne? Starke Geschichte. Dann natürlich, ihr seht das hier. Natürlich Konstantinopel ganz dick. Ne? 10 und hat nochmal einen zweiten Bonus hier drauf. Mit Bosporus und hat 47,9. Also wenn ihr die kontrolliert, habt ihr gleich deutlich mehr Einfluss. Ne? Da gibt es zum Beispiel auch die Geschichte. Das sind zum Beispiel solche Häfen, die haben Donaumünde, die haben dann auch nochmal einen Bonus, einen sehr hohen Einfluss. Banavia zum Beispiel hier, Bessarabien, was das vorher war, hier auch zum Beispiel. Jetzt muss ich mal kurz gucken, Moment. Ne? Das sind so dann diese Küstenprovinzen, die ja noch südliche Boni haben. Also es gibt Provinzen, die haben mehr Handelseinfluss als andere. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie steigere ich meine Handelseinnahmen? Und zwar macht es natürlich erstmal Sinn, euren Heimathafen möglichst zu stärken. Das macht ihr erstmal auf zwei Wegen. Also natürlich den Wert zu erhöhen, indem ihr erstmal natürlich möglichst viel Handel von anderen Geschichten hier reinleitet. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ihr seht jetzt hier Aleppo, da geht rein. Momentan 321 gehen nach Alexandria. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja mehr hier haben. Was mache ich? Ich stelle hier einen Händler rein und lasse den Handelsapfel übertragen. So, jetzt muss ich kurz mal aber laufen lassen. Denn das aktualisiert sich erst nächsten Monat. Da seht ihr das. So. Ja, das nehmen wir mit. Das stört jetzt hier. Jetzt seht ihr, es ist mehr geworden. Da unser Händler hier Handelseinfluss erzeugt, wenn er da ist, leiten wir jetzt hier ein bisschen mehr rein und zack, haben wir hier plötzlich aus den 40% und ne, 7,4. So, die haben jetzt nämlich hier noch einen Bonus. Jetzt muss ich mal schauen. Ach so, das Problem bei uns ist jetzt, genau. Moment. Deswegen muss ich mich hier auch mal jetzt selber zurechtfinden. Ihr merkt, relativ komplex. Wir würden nämlich normalerweise, weil ich hier weiterleite, einen Bonus kriegen. Da ich aber in Ragusa sammle und das liegt hinter dem Bosporus, kriege ich diesen Bonus nicht. Bedeutet, ich mache jetzt Folgendes: Der Händler stört mich da. Den ziehe ich mal auf die Krim. Der soll hier übertragen. Ragusa, das nützt uns nicht viel. Also, liebe Jenny, Ragusa von Ragusa ab auf die Krim. No, ihr seht, jetzt sind von der Krim hier mehr übertragen. Jetzt haben wir hier plötzlich 45. Und unsere Einnahmen haben vorher, ne, das Spiel gesehen, 344, jetzt haben wir fast 5 Dukaten Einnahmen. Und jetzt zeige ich euch dieses. Und jetzt haben wir hier nämlich Bonus plötzlich von 26,3. Warum? Übertragung von Krim und Übertragung von Aleppo. Das heißt, wenn wir Händler haben auf anderen Plätzen, die hier rein übertragen, kriegen wir einen Bonus. 10% pro Platz. Und so kann man dann nämlich schöne Ketten, wenn man mehr Händler hat, Ketten basteln. Das heißt, dann baue ich hier noch einen rein, der reinfällt. Natürlich hier, ne? Und möglichst von einen reinziehen. Dann kriegt ihr hier einen Bonus für die Händler. Und habt mehr Einfluss. Das ist relativ geil. Wenn man recht guten Einfluss hat, ist das recht stark. So. Dann ist natürlich die nächste Frage: Wie kann man das noch steuern? Also, was den Handelswert betrifft einer Provinz, ne? Ich bin jetzt hier mal auf Biga gegangen, dann seht ihr hier unten auch die Übersicht zum Handeln. Ne? Was haben wir hier an vom Produkt? Dann seht ihr hier den Handelseinfluss der Provinz und ihr seht den Handelswert. Ne? Der ergibt sich ähnlich wie der Produktionsgeschichte. Also ergibt sich genauso eigentlich wie der Produktionswert. Produzierte Güter mal den Preis vom entsprechenden Gut sind 1,64. Das hier ist noch modifiziert, weil hier haben wir noch den Bonus durch die Technologie drauf. Deswegen ist es mehr. Deswegen seht ihr hier, ja, ich habe von 2,02, weil das modifiziert ist. Das ist ja das ohne Modifikatoren 1,64. Und diese 1,64, die trägt diese Provinz hierzu bei. Deswegen natürlich mal ganz gut, wenn ihr, na, ihr seht hier 3,09.
was die zum Beispiel hierzu beiträgt, so weiter. Das heißt, wenn ihr also den Handelswert hier steigert, also sprich zum Beispiel die Anzahl eurer produzierten Güter steigert, steigert ihr den Handelswert und damit auch den Wert, der hier quasi insgesamt zur Verfügung steht. Das macht ihr natürlich hier drüber, über die Faktoren. Indem ihr die nämlich reinbaut, habt ihr hier plötzlich, zack, nicht 1,03 produzierte Güter, sondern gleich ein mehr. Und damit entsprechend 3 Dukaten mehr Handelswert. Na, das merkt ihr. Und das ist ein Trick und das ist so ein Punkt, die Manufakturen steigern nämlich nicht nur Produktionseinnahmen, die steigern auch einen Handel, gerade wenn ihr hier richtig viel drin habt. Und ihr macht die deutlich stärker darüber. Na, und habt ihr da plötzlich 30, 40, 80, also das Bosporus kannst du enorm steigern. Na, und dann noch eine gute Handelseffizienz habt, dann könnt ihr hier richtig was rausholen. So, dann stellt sich natürlich die Frage. Ihr müsst ja nicht nur den Wert steigern in der Provinz, sondern auch einen Handelseinfluss. Das geht über folgende Geschichte und zwar hier drüber. Ich habe die jetzt leider nicht freigeschaltet, die Marktplätze. Da fehlt mir die Technologiestufe jetzt aktuell. Ihr seht, da brauche ich eine Diplo-Technologiestufe von 4, dass ich das freischalten kann. Dann kann ich den bauen. Wenn ich den baue, dann steigert das den lokalen Provinzhandelseinfluss um 50%. Beim Handelseinfluss von 4,7 hilft das schon. Bringt noch nicht so viel, wenn ich den natürlich jetzt hier baue, bei 38 wird die zusätzlichen 50% was da rauskommt, na, dann kriege ich wirklich mehr und das geht in 3 Stufen. Das heißt, auch die Teile lohnen sich natürlich da zu bauen, wo ihr am meisten Handelseinfluss generiert. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, den Handelseinfluss zu steigern. Dafür brauche ich meine Flotte. Jetzt muss ich gucken, genau, die ist das nämlich. Und zwar braucht ihr dafür diese Schiffe. Diese genauere Flotte kommt dann nochmal später. Dann braucht ihr nämlich die leichten Schiffe hier. Das sind das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Ich guck mal, ob ich das woanders mal zeigen kann. Die Barken, genau, wären das. Typ leichtes Schiff. Also die werden eingesetzt, um Handelsmöglichkeiten zu sichern. Die können einen Handel sichern. Und die haben, das seht ihr hier, nämlich Handelseinfluss. Jedes bringt 2,0 Handelseinfluss. Ne? Die Schiffe könnt ihr dann nachher verbessern. Mit besserer Technologiestufe und die bringen dann noch mehr Handelseinfluss. So, Frage ist immer natürlich, bringt das jetzt Sinn? Ne? Und das könnt ihr hier drüber gucken. Ihr geht hier unten auf Mission auswählen und dann habt ihr hier oben Handelsschützen. Da geht er drauf, dann kriegt ihr die Übersicht, wo könnt ihr die hinschicken. Wenn ihr jetzt hier auf Senden geht, dann kriegt ihr eine Übersicht. Ne? Es würde den Handelswert von 4,94 auf 5,11 steigern. Na, also wir haben nur 17er Zunahme, aber die Flotte kostet auch Unterhalt. Das ist bei 0,18. Das heißt, es würde uns hier gar nichts bringen, die reinzuschicken. Wir hätten nichts davon. Wir würden nicht profitieren. Es würde nichts bringen, weil der Zuwachs zu gering wäre. Einfach weil natürlich auch der Handelswert nicht so groß ist, dass jetzt die 8 Punkte mehr uns da was bringen. Wir könnten die genauso nach Krim schicken. Da würden wir da ein bisschen mehr weiterleiten. Das ist, ja, das müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren, ob euch das was bringt. Das macht natürlich dann vor allen Dingen Sinn, wenn ihr hier noch mehr habt als 45%. Ne? Ist logisch, wenn ich jetzt von hier die nur 62 weiterleite, von diesen nur 62 quasi kriege ich nur 45% zurück. Das ist klar. Ne? Das heißt, es macht natürlich nur dann Sinn, irgendwas weiterzuleiten, wenn ihr davon auch was habt. Und stärkt die eure Gegner, wenn ich durch einen Gegner habe. Ich habe von mir aus 20% und ich habe einen Gegner, der hat 60% hier drin und andere kleine Verteidiger. Der kriegt dadurch viel mehr von der Weiterleitung, als ich das tue. Logisch, dann macht das natürlich keinen Sinn. Dann müsst ihr halt mal ein bisschen rumprobieren und ihr seht, wenn ihr das hier in der Übersicht habt, auch euer Händler, wie viel die wo weiterleiten oder im abschöpfen. Ne? Also ihr müsst da ein bisschen mal rumprobieren. Mit den Handelswerten, wie gesagt, manchmal man muss ein bisschen gucken, was nur. Probiert es ein bisschen aus, ob es jetzt euren Profit steigert. Hier könnte man es jetzt ausprobieren. 0,10 Profit wäre die Frage, weil wir ja das Ding weiterleiten, wäre die Frage tatsächlich, bringt das was? Ne? Ragusa hätten wir richtig Profit. Da wäre aber, und das ist der Punkt, die würden so viel Profit bringen. Das Problem an der Anzeige ist, wir machen ja aber nichts in Ragusa. Wir können die mal da hinschicken. Wir probieren das vielleicht mal aus. Moment, ich schicke die jetzt mal hin. Und dann werden wir uns mal angucken, ob wir da sich unser Handel stellen. Wir testen das mal. Na, ihr habt es gesehen, nicht wirklich. Weil ich mache in Ragusa nichts. Das heißt, es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, die nach Ragusa zu schicken. Die kosten nur, aber es bringt uns nichts. Das ist nämlich das Problem mit dieser Anzeige. Da lasse ich nicht irritieren, nur weil da Profit steht,
heißt das nicht, dass die Dinger Profit bringen. Na, wir haben jetzt hier mehr Einfluss, aber wir machen nichts. Ihr seht das. Na? Fluss aufwärts, weil wir können hier auch nichts machen. Wir kriegen ja, von hier geht der Campfire nach da. Das heißt, wir würden höchstens, das Einzige, was das uns bringen könnte, ist zu verhindern, dass einer mehr weiterleitet nach Venedig zum Beispiel. Wäre das Maximale. Aber das bringt uns nicht viel. Ja, Mission auswählen, Mission mal abbrechen, Handelsschützen. Ihr merkt, es bringt uns nichts. Alexandria könnte uns was bringen, weil da könnten wir ein bisschen mehr Einfluss, der könnte ein bisschen mehr vielleicht weiterleiten Richtung Konstantinopel. Ich probiere die mal auf Aleppo zu stellen, mal gucken, ob es unser Profit deutlich steigert. 4,92, das heißt, wir haben 0,05 Profit jetzt mehr. Wir schauen uns das mal an. Weil wir haben jetzt allzu viel weitergeleitet. Nur von denen, was jetzt ein bisschen mehr weiterleiten, kriegen wir nur 45%. Ne? Das heißt, ihr müsst da ein bisschen gucken, wie viel hat sich das jetzt gesteigert. 0,07, die Schiffe kosten uns mehr. Macht keinen Sinn. Und da macht es manchmal Sinn, oder sehr oft Sinn, wir haben zwar hier den Handelswert gesteigert, das haben wir hingekriegt. Von der Steigerung haben wir aber nicht so viel. Das ist der Punkt. Und da macht es manchmal Sinn, die eher quasi zu entsorgen, die Schiffe. Also wegzuschmeißen sozusagen, also wirklich zu sagen, ich lösche die Schiffe, da spare ich mehr, als das, als quasi, ne, wenn ich hier sage, Einheit auflösen, ich zeig's vielleicht mal, wenn ich die auflösen würde, habe ich eine Ersparnis von 0,18, was die mich aktuell, glaube ich, kosten, irgendwie sowas. Das könnt ihr nochmal nachgucken, wir schauen das mal, was kostet die Einheit, 0,04, 0,16, Entschuldigung. Ne? Das ist im Vergleich mehr, was ich einsparen würde, als das, was die mir jetzt für den Handel bringen. Klar, logisch, ich habe 0,07 gewonnen, 0,16 könnte ich sparen. Das heißt, eine Auflösung der Flotte würde mir noch mehr Einnahmen zusätzlich einer von 0,09 noch mal mehr bringen, als das, als wenn ich sie hier reinstelle quasi. Das ist der Punkt, da müsst ihr beim Handel ein bisschen achten. Das ist ein bisschen verwirrend bei den Schiffen. Achtet nicht nur stumpf darauf, dass da Profit steht. Probiert das ein bisschen aus. Probiert ruhig mal ein bisschen außere Hände, wann das hinzustellen. Aber wie gesagt, das Haupttipp, den ich euch geben kann, euer Heimat, euren, quasi euren Heimathafen stärken, mehr Einfluss generieren und dann möglichst natürlich alles so viel wie es geht quasi in vorherstehende Dinger reinstellen. Vorherstehende Handelsplätze reinstellen und weiterleiten. Das bringt meistens mehr. Wenn ich jetzt natürlich hier abschöpfen würde in Aleppo, schöpfe ich hier zwar ab, aber kriege hier weniger raus. Das würde wie Deutschland dann Sinn machen, wenn ich hier nicht viel Einfluss habe. Dann könnt ihr das Sinn machen. Das müsst ihr immer ein bisschen ausprobieren, wie verändert sich jetzt euer Handel und was ist am besten. Das ist immer ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen, aber der Tipp, den ich geben kann, wenn ihr so einen guten Handelshafen habt, leitet da rein und sammelt nicht dahinter, weil dann kriegt ihr den Bonus nicht. Das ist nämlich der Punkt. Ne? Also, und ja, wie gesagt, mit den Schiffen, das ist so ein bisschen kalkulatorisch. Ich habe nämlich Let's Player schon gesehen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber der hat da eine leichte Macke. Der haut die quasi blind irgendwo raus und auch blind in irgendwelche Geschichten, wo er eigentlich nichts macht. Ne? Also wie ich das ihm gezeigt habe, es hat gar keinen Sinn, das Ding nach Hause zu schicken. Da haben wir Kosten, aber haben nichts davon. Das ist aber das Problem. Ne? Da, wo ihr gar nichts macht oder da, wo ihr quasi auch keine Weiterleitung zu eurem Haupthandelsstützpunkt habt, da bringt das nichts. Und wenn ihr das macht, dann schaut wirklich, wie viel hat das jetzt im Endeffekt tatsächlich gebracht und wäre es nicht günstiger, die Flotte aufzudösen. Ne? Das sind halt einfach die Sachen, die sind hier so ein bisschen komplex. Ne? Und einfach, das müsst, das sollte paradox mal ändern, da diese Anzeige. Das sollte ein bisschen berücksichtigen, ob du jetzt auch da was machst, quasi. Weil sonst ist die Anzeige Blödsinn. Ne? Und ich hoffe, ihr habt jetzt das Thema Handel so ein bisschen besser verstanden. Und ja, wie gesagt, ich schalte nochmal rein. Ihr seht, das gibt ganz viele. Und vor allem die wertvollste sind natürlich die Endknoten. Da kannst du am meisten rein weiterleiten. Ne? Klar, logisch. Ne? Also wenn ihr da natürlich die Macht erreicht, also euch quasi Venedig einnimmt, dann macht es auch Sinn, auf Venedig umzustellen, einen Haupthandelshafen umzustellen und vom Bosporus komplett über Ragusa umzuleiten. Dann hier richtig viel zu sammeln, ja klar, weil das sammelt sich natürlich auch durch eure Weiterleitungseffizienz. Das ist das nämlich hier, was ich vorhin mal gezeigt habe. Wo war's? Falsch, hier. Die Handelssteuerung, ne? Das ist nämlich das Teil, was ihr weiterleitet. Je mehr Handelssteuerung habt, desto mehr leitet ihr weiter.
Ne, da könnt ihr da schon Profite ganz schön steigern. Aber macht's nicht blind. Das ist so mein guter Tipp, den ich euch gebe. Und mit dem Tipp werde ich mich jetzt verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Guide. Der geht dann so ein bisschen zum Thema Kriegsführung und Kriegsvorbereitung. So, und da sage ich mal, bis dahin. Ciao, euer Sistra.